Wir testen heute für Sie den Fiat 500L. Man kann über das Auto vieles sagen, wir werden einiges herausfinden. Was auch immer dabei rauskommt, eins steht fest, er ist sicherlich das ideale Fahrzeug für Kaffeeliebhaber. Denn er ist wohl der einzige seiner Klasse, der optional eine Kaffeemaschine an Bord anbietet. Aber der kleine Italiener mit dem L als Namenszusatz hat noch mehr zu bieten als nur einen guten Espresso oder Cappuccino. Und da seine charakteristische Form nicht nur viel Raum verspricht, sondern den Passagieren und Gepäck auch reichlich Platz bietet, kommen die L-Versionen des 500er bei den Autokäufern dementsprechend gut an. Ab Modelljahr 2014 haben sie jetzt bei der Motorisierung zusätzlich die Wahl zwischen zwei weiteren Motorvarianten. Denn Fiat hat sowohl die Diesel- als auch die Benzinerpalette um jeweils ein 120 PS Aggregat aufgestockt. Das herausragende Merkmal für die Modellbaureihe Fiat 500L für das Modelljahr 2014 sind die zwei neuen leistungsstarken Motoren. Einerseits den 1,6 Liter Multijet 2 Turbodieselmotor und den 1,4 Liter T-Jet Benzinmotor. Beide Motoren mit 88 kW und Turbolader machen diese Triebwerke agil in Leistung und Performance. Seinen Namen Living trägt der 500L zurecht, denn im geräumigen Innenraum macht sich praktische Wohlfühlatmosphäre breit. Bereits bei den Materialien wurde auf Pflegeleichtigkeit geachtet. Alles ist ordentlich verarbeitet und alltagstauglich gestaltet. Alle Bedienelemente sind gut platziert, intuitiv bedienbar und es finden sich an Bord ausreichend viele Ablagen und Verstaumöglichkeiten. Gespart wurde auch nicht bei der Serienausstattung des Fahrzeugs. So gehört bereits zur Basisausstattung unter anderem das Bluetooth-fähige Infotainment-System Uconnect Nav mit integriertem Navi, über dessen Monitor je nach Ausstattung auch die Bilder der Rückfahrkamera abgebildet werden. Gut angekommen sind bei unseren kleineren Fahrgästen vor allem die Klapptische an den Rückenlehnen der Vordersitze. Mit einem Gepäckraumvolumen von 638 bzw. 1704 Litern im Fünfsitzer und seiner verschieb- und umklappbaren Rückbank empfiehlt sich der 500L durchaus als Familienauto. Bei Bedarf lässt sich zudem noch eine dritte Sitzreihe ordern. Die Antriebspalette des Living reicht vom 0,9 Liter Turbobenziner mit 105 PS und dem 1,4 16V T-Jet mit 120 PS bis hin zu den Selbstzündern als 1,3 Liter mit 85 PS und 1,6 Liter mit 105 oder 120 PS. Mit dem 120 PS Diesel ist unser 500L vom Start weg sehr flott unterwegs. Er reagiert spontan, ist durchzugsstark und ausgesprochen beschleunigungswillig. Den angegebenen Verbrauchsmix von 4,8 Litern haben wir zwar nicht erreicht, doch brachten wir es bei moderater Gangart auf rund 5 Liter und waren damit sehr zufrieden. Das Fahrwerk macht dem Kleinen alle Ehre und schluckt sogar sportlichere Fahrmanöver willig. Dabei liegt das 4,35 Meter lange Fahrzeug stabil auf der Straße und ist auch bei stärkerem Seitenwind gut zu handeln. Als ausgesprochen angenehm empfindet man den geringen Geräuschpegel, der selbst bei schnelleren Passagen im Fahrzeug noch anliegt. Unser Fazit: Der Fiat 500L ist dem Namen nach der große Bruder des weltbekannten Fiat 500, verfolgt jedoch ein vollkommen anderes Konzept. Der 500L hat dank seines einzigartigen Designs durchaus das Potenzial, ebenfalls Kult zu werden. Mit einem Basispreis von 19.750 Euro wird der Einstieg leicht gemacht.